Herzlich willkommen bei meiner täglichen Andacht. Schön, dass du da bist und Zeit mit Gott verbringen möchtest. Meine Andacht vom 8. September. Wenn bösen Menschen Gutes widerfährt. Der Bibelvers für heute steht in Matthäus 5, Verse 44 und 45. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Hattest du schon einmal das Gefühl, dass jemand von Gott beschenkt wurde, der es nicht verdient hat? Oder hast du mal mitbekommen, wie jemandem etwas Gutes widerfahren ist, der dich verletzt hat? Wenn ein Mensch, der uns verletzt hat, gesegnet wird, kann uns das ziemlich gegen den Strich gehen. Zumindest war das bei mir so, bis ich lernte zu vergeben. Die Bibel sagt, dass den Gerechten und den Ungerechten Gutes und Böses widerfährt. Sobald jemand, der uns verletzt hat, Gutes erlebt, ist es um ein Vielfaches schwerer zu vergeben. Trotzdem sind wir aufgerufen, für den anderen zu beten. Ich ermutige dich, die zu segnen, die dich verletzt haben. Das tust du, indem du für sie betest, selbst wenn du noch wütend bist. Für Menschen zu beten, die dir Leid zugefügt haben, ist eine Entscheidung. Diese Entscheidung basiert nicht auf deinen Gefühlen. Aber dadurch kannst du selbst wieder heil werden. Wer Vergebung zu seinem Lebensstil macht, wird Jesus immer ähnlicher. Wenn du die Bedeutung von Vergebung begreifst und anfängst, für diejenigen um Gutes zu bitten, die dich verletzt haben, wird dein Herz frei von Bitterkeit. Du wirst charakterlich reifen und dann den Segen entdecken, den Gott für dich bereithält. Sprich zum Abschluss gerne folgendes Gebet mit mir. Herr, es fällt mir zwar schwer, aber ich weiß, dass ich für diejenigen, die mich verletzt haben, beten und sie segnen soll. Mir ist klar, dass Vergebung eine Entscheidung ist. Deshalb bitte ich dich, mir zu helfen, diese Entscheidung zu treffen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitbeten. Bist du morgen wieder dabei? Bis dahin durchstöbere doch mal meinen YouTube-Kanal. Dort findest du viele ermutigende Vorträge von mir. Gottes Segen und bis morgen.